bisschen zu früh, ja. Das Bild wird er erst machen, wenn er Papst ist. Er hatte durch seine Namenswahl ja schon klar angedeutet, dass er es anders macht als sein Vorgänger. Er ist intelligent genug, er weiß es, dass er seinen eigenen Stil finden wird und dass er sich, glaube ich, nicht in eine Ecke drängen lässt. Konservativ, progressiv, er wird seinen guten Weg gehen. Dieser Taufstein stand ursprünglich in der Kirche, in unserer Kirche St. Oswald. Und auf diesem Taufstein sind, wie viele andere Makler, ist auch Kardinal Ratzinger getauft worden. Wann war das? Das war am 16. April 1927, am Tag seiner Geburt. Es war früher Brauch, die Kinder sofort zu taufen, damit sie nicht ohne Taufe verstecken. Der Franz Pünktchen 15 Läufer, gell? Oh Gott, ist mir grün nicht mehr. Er hat sich gut damit. Ja, ich rechne schon damit. Also ich rechne damit, dass mehr Pilger, dass mehr Touristen kommen. Und ich sehe das jetzt neben dem anderen, was sicher spirituell uns aufwertet, auch als wirtschaftlichen Vorteil.